Willkommen beim Tutorial, wie man besser im Lasthütten wird. Ich hoffe, mit diesen Fähigkeiten werdet ihr besser im Lasthütten. Und zwar stelle ich euch jetzt erstmal vor. Und zwar erstmal das normale Lasthütten. Und zwar ist das normale Lasthütten so, dass man versucht, den Minion so zu Lasthütten, dass man ihn tötet. Ich mache es jetzt mal vor. Man sieht, dass man 20 oder bestimmte Gold bekommt. Das kann man mit A, also dann kommt hier sowas Rotes, dass es einfacher wird. Mit S kann man aufhören, sich zu bewegen und kann so auch besser lasten. Da, so kommen wir zur nächsten Phase des Lastens, und zwar das Freezen. Beim Freezen tankt man die Minions selber, damit seine eigenen Minions nicht geschadet werden. Das hat Vorteile und Nachteile, indem man jeden Lasthit bekommt, aber dafür Leben verliert. Hier kann man das Freezen nochmal ganz gut erkennen. Nun kommen wir zur letzten Farming-Taktik, und zwar das Proxy-Farm. Beim Proxy-Farm tankt man die ganzen Minions für sich alleine und geht hinter den Tower. Oder hinter die Lane. Und es gibt bei dieser Farm-Taktik sehr viele Nachteile. Und zwar gibt es die Nachteile, dass man sehr einfach vom Jungler gegankt werden kann. Das ist nur mit Champions wie Singed und anderen, wie zum Beispiel Zed oder Riven, empfehlbar. Ich hoffe, ihr werdet mit diesem kleinen Tutorial ein bisschen weiterkommen im Ranked, und ich wünsche euch viel Spaß.